Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich mir mit euch wieder mal ein schönes Smart Home Gadget anschauen. Ich hatte ja schon mal in einem meiner letzten Videos von diesem Hersteller von Yeti die Mob Station vorgestellt. Dieses Video findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Dort hatte ich euch auch versprochen, hier die normale Saugstation, die Wax Station nochmal vorzustellen. Und diese habe ich jetzt hier auch bekommen. Und diese möchte ich mit euch heute einfach mal einrichten, in Betrieb nehmen und testen. Ich habe schon mal etwas vorausgepackt, sodass es etwas schneller geht. Wir sehen, wir haben hier den reinen Saugroboter. Dieser hat übrigens auch eine Wischfunktion. Dann haben wir noch eine Station, eine Vakuumstation. Diese Station hat eigentlich folgenden Sinn oder folgende Bewandtnis. Hier kann der Roboter aufladen und der Roboter kann so den Schmutz, den er aufgesaugt hat, in diese Station abgeben und hier könnt ihr dann wie in einem ganz normalen Müllkübel diesen Müll quasi entnehmen, den Restmüll entnehmen und dann entsorgen. Dieses vereinfacht natürlich deutlich den Umgang mit dem Saugroboter, so müsst ihr nicht mehr täglich nach dem Gerät schauen, sondern nur noch einmal im Monat den Müllbeutel wechseln, so wie ihr es bei eurem Staubsauger gewohnt wart. So, jetzt fangen wir einfach mal an und bauen das Gerät zusammen. Ich habe hier die einzelnen Lieferkomponenten mal auf den Tisch gelegt. Die ganze Geschichte kommt in einem ziemlich großen Karton. Hier haben wir die Saugstation. Damit diese transportiert werden kann, kommt sie in eigentlich drei Teilen. Wir haben hier den Auffahrteil. Hier nochmal eine Verlängerung. Diese wird einfach nur hier unten aufgesteckt, damit der Roboter eventuell etwas mehr Grip hat beim Auffahren. Wenn ihr diese benötigt, macht ihr diese dran. Wenn nicht, lasst ihr sie weg. Dann haben wir hier unten den, ich nenne es einfach mal Sensor oder diese Infrarotschnittstelle, mit der der Roboter kommuniziert. Dieses Oberteil wird einfach hier aufgesteckt. Achtet bitte darauf, hier unten sind kleine Kontakte, dass diese nicht verschmutzt sind oder hier irgendwelche Gegenstände auf diesen Kontakten liegen. Haben wir nun die Station soweit vorbereitet, drehen wir die Station bitte noch einmal um. Und hier auf der Unterseite befinden sich noch drei Schraublöcher. Ihr habt hier im Lieferumfang noch drei Schrauben. Mit diesen verbindet ihr nochmal die Station ordnungsgemäß, sodass sich das Unterteil nicht mehr von dem Oberteil löst. Einfach die Schrauben hier eingeben und mit dem mitgelieferten Werkzeug anziehen. Dann haben wir im Lieferumfang auch nochmal etwas Zubehör, wie zum Beispiel einen Saugbeutel. Es ist, glaube ich, sogar noch ein zweiter mit im Lieferumfang. Genau, so können wir 60 Tage schon mal arbeiten. Danach benötigt ihr Ersatz. Diesen könnt ihr natürlich beim Hersteller ordern, so wie ihr es bei euren alten Staubsaugern auch gewohnt wart. So, wir stecken jetzt hier einfach mal den Müllbeutel hinein. Er hat hier zwei solche Schlitze. Achtet darauf, dass diese hier in diese Aufnahmen hineinklinken, sonst funktioniert das nicht richtig. Das ist dann beim Großen und Ganzen sehr einfach machbar. Bitte achtet halt darauf, dass ihr das richtig herum eingebt. Einfach nur hier reinschieben, einrasten lassen, den Müllbeutel hier eingeben und hier oben die Abdeckung schließen. Im Lieferumfang ist auch noch ein Kaltgerätekabel enthalten. Damit wird dann schlussendlich die Station mit dem Stromnetz, mit den 230 Volt oder mit eurem 230 Volt Anschluss verbunden. Dann kommen wir zum Saugroboter an sich. Dieser kommt in einer separaten Verpackung. Ich nehme ihn einfach mal hier heraus. Achtet bitte darauf, wenn ihr diesen in Betrieb nehmt. Hier sind überall solche sichtbaren Markierungen drauf. Bitte entfernt diese Klebestreifen, diese Transportschütze, sage ich einfach mal. Und auch hier diese umlaufende Folie. Schaut, dass alle Sensoren frei sind. Und hier vorne der Kontaktschutz oder diese Anfahrkontakt auch frei beweglich ist. Dann haben wir auf der Unterseite gleich hier die Aufnahme für die Reinigungsbürste. Diese ist auch im Lieferumfang enthalten. Diese wird einfach hier aufgeklickt. Dieser Saugroboter kann natürlich auch wischen. Das heißt, wir haben hier einen Mop-Aufsatz im Lieferumfang. Der wird einfach hier hinten aufgeklickt. Und somit habt ihr dann auch einen Wischroboter. Diese Mop-Station muss natürlich auch betankt werden. Hier haben wir einen dementsprechenden Wassertank. Hier könnt ihr dann eure Flüssigkeit, euer Wasser zum Reinigen aufbringen. Dann hat dieser Staubsauger natürlich auch eine Saugfunktion. Aber wo ist hier der Behälter? Ganz einfach, wir haben hier den Saugbehälter. Wenn wir hier diese Klappe öffnen, ich drehe es mal zu euch, hier an dieser Stelle, hier haben wir noch eine kleine Reinigungsbürste zum Reinigen unten der Rollen. Und hier haben wir unseren Staubbehälter, nenne ich es einfach mal. Dieser Staubbehälter nimmt den Staub beim Saugen auf. Wir haben hier hinten einen Filter. Diesen Filter können wir auch entnehmen,
aus Wartungszwecken. Das heißt, wenn ihr ihn reinigen wollt oder ersetzen wollt. Und somit ist eigentlich das Gerät schon startklar. Dieses System entleert sich ja selbstständig in unserer Station. Wir klicken das jetzt einfach hier wieder ein und können auch hier den Roboter dann in Betrieb nehmen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal den Roboter mit der Station verbinden und dann dementsprechend auch mal die Jedi-App installieren, denn diese benötigt ihr, um den Roboter umfangreich zu verwenden. Das heißt, so könnt ihr den Roboter auch fernsteuern und auch dementsprechende Raumkarten anlegen. Das ist auch ein sehr interessantes Gadget oder Gimmick, was man hiermit durchführen kann. Den Roboter setzen wir jetzt auch in Betrieb. Wir öffnen hier diese Klappe, schalten den Hauptschalter auf ein und können so den Roboter in Betrieb nehmen. Wir stellen den Roboter auf die Station. Achtet darauf, wir lassen ihn erstmal hochfahren. Genau, der Roboter sagt uns schon, was wir machen sollen. Wir sollen die App herunterladen. Ist der Roboter allerdings noch nicht genug geladen, empfehle ich euch, den Roboter jetzt nochmal einige Stunden hier auf die Station zu stellen. Und er sagt euch, dass er hier mit dem Laden beginnt. Währenddessen nun unser Roboter lädt, können wir uns inzwischen auch mal die Jedi-App im App Store herunterladen. Diese ladet ihr euch im App Store eures Vertrauens herunter, egal ob Android oder Apple Store. Ihr seht, die startet hier gerade bei mir. Ich bin schon angemeldet. Ihr habt ja gesehen, im letzten Video habe ich hier diese Mobstation installiert. Und wir haben nun hier einen weiteren Roboter. Um diesen zu installieren, gehen wir folgendermaßen vor. Wir klicken hier oben das Plus-Symbol, öffnen den Saugroboter hier hinten und haben hier an dieser Stelle einen QR-Code. Diesen scannen wir einfach mit unserem Smartphone ein und können nun den Roboter mit unserem WLAN-Netz verbinden. Ein wichtiger Zusatztipp, bitte verwendet hier ein 2,4 GHz WLAN-Funknetz, was auch bitte nicht zu viele Sicherheitszeichen hat. Das hatte ich schon an meiner Mobstation festgestellt. Hier habe ich bei vielen meiner WLAN-Netzwerke hier den maximalen Sicherheitscode ausgereizt, das heißt 63 Zeichen, das ist zu viel. Ich empfehle hier einen Sicherheitscode von 30 Zeichen. Wie kann man das lösen? Ich benutze hier eine Fritzbox. Man kann hier zum Beispiel ein Gastnetzwerk erstellen oder sich einen Repeater kaufen. Diesen Repeater mit der Fritzbox verbinden oder das Gastnetzwerk verbinden. Und da wir hier Smart Home Geräte verwenden, kann man hier auch die Funktionen des Netzwerkes etwas einschränken, sodass quasi die Smart Home Geräte nicht auf euer anderes Netzwerk zugreifen können. So habt ihr nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor erreicht. So sind eure Home-Anwendungen, eure Home-Geräte und eure anderen Geräte wie die Rechner von diesen Smart-Home-Geräten getrennt. Sollte mal hier irgendwas gehackt werden, können die Geräte nicht untereinander aufeinander zugreifen. Das aber nur als Tipp am Rand. Wenn ihr natürlich euer Haupt-WLAN verwendet, ist das dann auch eure Sache. Das müsste auch funktionieren. So, ich wähle jetzt hier ein kompatibles WLAN-Netz aus. Habt ihr den WLAN-Schlüssel eingegeben, bestätigt ihr das einfach. Jetzt kommt hier eine kleine Anleitung, wie wir das mit dem Roboter verbinden sollen. Viele von den Schritten habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Wir müssen diese nochmal hier bestätigen, dass wir diese durchgeführt haben. Wir betätigen nun am Roboter hier diese Verbindungstaste einmal kurz. Jetzt kann er sich mit der App verbinden. Wir bestätigen das weiter in der App. Und nun wird der WLAN-Code quasi per QR-Code an den Roboter übertragen. Dafür hat er hier oben eine kleine Kamera zum Empfangen. Wir klicken auf Übertragen. Der QR-Code wird hier am Smartphone ausgegeben und ihr haltet einfach den QR-Code hier über den Roboter. Ihr habt gesehen, das ging ziemlich schnell. Er hat den Code gescannt. Wir bestätigen das in der App. Und jetzt wartet das Smartphone oder die App auf die Verbindung des Roboters. Das heißt, der Roboter verbindet sich mit eurem WLAN und kommuniziert dann hier mit dieser App. Die Verbindung war erfolgreich. Wir schließen das ab und sehen nun hier unseren Reinigungsroboter in unserer Liste. Das heißt, wir können nun eigentlich schon mit dem Roboter arbeiten. Und dazu begebe ich mich jetzt einfach mal in einen Raum. Schauen uns einfach mal an, wie zuverlässig hier dieser Roboter arbeitet. So, wie ihr seht, sind wir nun an den richtigen Standort umgezogen. In der Zwischenzeit hat mein Roboter auch ein Update gezogen. Um dieses ziehen zu können, werdet ihr natürlich darüber in der App informiert. Klickt hier einfach auf
zustimmen und der Roboter muss sich beim Updaten oder während des Updates auf der Ladestation befinden, sodass er immer mit Strom versorgt wird und hier nichts schief gehen kann. Bei dem Update trennt bitte den Roboter auch nicht von der Stromversorgung. So, das Update ist durch. Ihr seht, jetzt kommen hier einige weitere Einstellungen. Wir können zum Beispiel hier noch einen Ruhemodus einstellen. In dieser Zeit darf dann der Roboter nicht arbeiten. Das ist auch hilfreich, wenn ihr hier Automatiken laufen lasst und wollt in dieser Zeit nicht gestört werden. Arbeitet der Roboter hier nicht. Ich ändere das einfach mal auf 7 Uhr, um 8 Uhr ist zu spät. Und wir klicken auf Weiter und folgen einfach mal den Bildschirmanweisungen. Die meisten Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend. Hier können wir dann nochmal dementsprechend die Reinigungsmethode festlegen, das heißt Bereiche festlegen, automatisch Benutzer definiert und so weiter. Des Weiteren müssen wir natürlich dann auch nochmal eine Karte erstellen. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem Kartenerstellungsmodus und klicken einfach mal auf Kartenverwaltung und auf schnelle Kartenerstellung. So, jetzt möchte ich mit diesem Roboter zwei Räume reinigen. Das heißt hier den Raum und draußen den Flur. Wenn ihr die Karte erstellt, solltet ihr das natürlich auch berücksichtigen. Öffnet dementsprechend alle Türen, stellt alle Hindernisse erstmal weg, sodass der Roboter auch den kompletten Bereich erfassen kann. Wenn dann später Hindernisse im Raum stehen, wird er diese erkennen und umfahren. Also ich habe hier schon mal alle Türen geöffnet und klicke hier auf schnelle Kartenerstellung. Und wir werden nochmal darauf hingewiesen, dass der Roboter die komplette Reinigung erst vollständig abgefahren haben muss. Erst dann wird die Karte erstellt, also unterbrecht den Roboter auch nicht während dieses Vorgangs. Wir klicken auf Weiter. Noch ein Hinweis, hier werden wir auch nochmal darauf hingewiesen, schaltet bitte in den Räumen eventuell das Licht an, besonders wenn ihr das nachts macht. Denn der Roboter hat Sensoren, die eventuell die Lichtverhältnisse dementsprechend nochmal quasi überprüfen oder mehr zu sagen, die Umgebung scannen müssen. Und wir sollten den ersten Scan, die ersten Kartenerstellungen natürlich bei optimalen Lichtverhältnissen laufen lassen. So, ihr seht, der Roboter fährt los und wir lassen mal die Karte hier erstellen. So, das Erstellen der Karte war erfolgreich. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Also der Roboter hat jede Stelle, wenn nicht 3 bis 6 Mal angefahren, besonders die Ränder, um jetzt hier die Karte zu erstellen. Wir haben nun die erstellte Karte hier vor uns liegen und können diese weiter bearbeiten. So, also wollen wir die Karte einfach mal bearbeiten. Das heißt, Beschriftungen von Bereichen starten. Wir klicken das einfach mal an. Wir sehen, wir haben hier 3 Bereiche erstellt, 3 virtuelle Räume, den Treppenaufgang, Raum B und Raum C. Jetzt können wir hier eventuell einige Bereiche eingrenzen, wie zum Beispiel hier drüben steht ein PC, hier hängen viele Stromkabel runter, hier möchte ich nicht, dass so oft gereinigt wird, also klicke ich hier einfach mal erstmal in diesen Raum. Wir können den Raum erstmal benennen, das ist das Schlafzimmer. Haben wir die Namen vergeben, können wir dann dementsprechend Bereichsreinigung starten oder Bereichsreinigung planen. Hiermit könnt ihr zum Beispiel festlegen, welche Bereiche um welche Uhrzeit gereinigt werden sollen. Das ist auch sehr schön. So kann man den Roboter anweisen, zu diversen Uhrzeiten diverse Räume zu reinigen. Das möchte ich jetzt aber nicht. Eine Bereichsreinigung könnte jetzt auch gestartet werden. Das heißt, hier können wir jetzt einen Bereich auswählen von diesen 3 Räumen und können hier direkt eine Reinigung machen. Ich möchte aber nochmal einige Sperrlinien einzeichnen, wenn das möglich wäre. Dazu gehe ich nochmal in die Kartenverwaltung, gehe auf virtuelle Grenzen und hier könnt ihr nun wählen, wann diese Grenze gilt, denn dieser Roboter kann wischen und er kann saugen. Das heißt, wenn ihr eventuell Bereiche wie Teppiche oder ähnliches habt, die nicht gewischt werden sollen, könnt ihr das hier eingeben. Wichtig, dieser Roboter hat auch eine Teppicherkennung. Wenn ein Teppich irgendwo liegt, erkennt ihr das und wendet dann ein dementsprechend anderes Reinigungsprogramm an. Das können wir nachher auch nochmal testen. Ich habe also hier die Wahl, ich möchte aktiv bei Saugen und Wischen haben, denn ich möchte, dass in diesem Bereich am besten der Roboter gar nicht herumfährt. Und das wäre hier hinten dieser Bereich, virtuelle Grenze hinzufügen und den tue ich jetzt einfach mal abgrenzen. Das wäre hier dieser Bereich, wir können auch die Größe etwas anpassen. Hier soll er bitte nicht reinigen. Des Weiteren habe ich auch noch da vorne 2 kleine Nachtschränkchen. Dort habe ich auch etwas Bedenken, dass er hier vernünftig reinigen kann. Also werde ich hier auch nochmal 2 Grenzen einfügen.
So, die Grenzen habe ich gesetzt, speichere das Ganze und somit habe ich nun meinen Grundrissplan soweit bearbeitet, dass der Roboter hier keine größeren Schäden mehr verursachen kann. Jetzt kommen wir mal zum Testen. Wir können ja hier wischen und saugen. Jetzt möchte ich als erstes mal das Saugen testen. Das heißt, ihr seht ja, dass der Roboter hier unten noch diese Wischplatte aufgebracht hat. Die entferne ich jetzt einfach mal, da ich nur saugen möchte. Der Roboter ist im Großen und Ganzen startklar. Das heißt, ich stelle ihn wieder auf die Station. Und wir wollen jetzt einfach mal nur hier diesen Raum reinigen. Das heißt, ich gebe jetzt mal hier etwas Schmutz auf und schaue mal, wie gut der Roboter das hinbekommt. So, wie ihr seht, hier habe ich ziemlich viel Schmutz jetzt verursacht, Krümel und andere Dinge. Jetzt gehen wir hier nochmal in unsere App hinein, wählen den Roboter aus und klicken jetzt hier den Punkt Bereiche an und wählen jetzt einfach nur die zu reinigenden Bereiche aus. Wir können jetzt hier mehrere Bereiche anwählen, je nachdem in dieser Reihenfolge, in der wir sie angewählt haben, wird die Reinigung ausgeführt. Ich habe nur diesen Bereich ausgewählt, also starten wir die Reinigung. So, jetzt habe ich mal ganz kurz die Reinigung abgebrochen, einfach im Menü auf Stopp oder Pause drücken. Ich möchte euch nämlich was zeigen. Also die Krümel hat er im Großen und Ganzen ohne Probleme aufgesaugt. Auch das Mehl, was ich jetzt zwischendurch nochmal hier als kleine Aufgabe eingefügt habe, wurde ziemlich problemlos aufgesaugt. Ihr seht, der ganze Behälter ist gebrochen voll mit meinen Krümeln, die ich hier aufgegeben habe, mit meinen Mehlresten und auch diverse Haare und andere Sachen wurden mit aufgesaugt. Jetzt schauen wir mal, wie gesagt, der Behälter ist komplett voll. Jetzt lassen wir mal den Roboter in die Station fahren und diese Krümel aussaugen. Mal sehen, ob er den Behälter schön leer kriegt. So, was auch aufgefallen ist, nach dem Reinigen macht er jedes Mal hier oben die Klappe auf. Wahrscheinlich soll man dann hier nachschauen, wie weit jetzt hier die Verschmutzung in diesen Beuteln ist. Ich nehme jetzt einfach mal den Beutel hier heraus. Wie gesagt, er ist bestimmt noch nicht voll, aber das, was wir jetzt hier eingesaugt haben, ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Man sieht, es liegt im Beutel drin. Ich klappe es mal etwas hoch. Hier seht ihr es, es ist eigentlich alles in den Beutel hineingekommen. Wir schauen auch nochmal in den Roboter hinein. Das heißt, wir nehmen hier diese Einheit heraus. Und hier seht ihr, die Einheit ist komplett entleert. So, jetzt will ich mit euch nochmal die Wischfunktion ausprobieren. Wie gesagt, das ist eine Zusatzfunktion bei dem Roboter. Wer richtig professionell wischen will, sollte hier die Mopstation sich kaufen. Ich habe hier in die Station etwas Wasser eingefüllt, den Mop hier unten aufgeklickt und bringe das System jetzt hier einfach hinten in dem Roboter ein. Der Roboter hat erkannt, dass wir das Modul angesetzt haben und jetzt haben wir auch ein etwas anderes Menü in unserer App. Jetzt können wir zum Beispiel auch die Reinigung per Mop einstellen. Das können wir natürlich auch bei der Reinigung per Saugen. Ich habe im Moment kleinste Saugstufe eingestellt gehabt. Ihr könnt natürlich auch die Stufen bis zum Maximum einstellen. Dasselbe können wir jetzt natürlich auch bei dem Mopping Mode machen. Hier können wir dann die Wasserstärke einstellen, wie viel hier hinten auf den Mop fließen soll. So, jetzt versuche ich hier mal eine Reinigung durchzuführen, um auch mal zu schauen, ob es wirklich was bringt. Nehme ich hier mal so einen schwarzen Turnschuh und mache jetzt hier so ein paar schöne schwarze Striche hin. Das ist wirklich fies, das lässt sich extrem schwer entfernen. Mal schauen, ob der Roboter diese Striche abbekommt. Dann möchte ich auch gleich nochmal die Bereichsreinigung zeigen. Wir gehen jetzt wieder in unser Reinigungsprogramm. Hier unten, wie gesagt, seht ihr nochmal die Einstellmodis. Wir gehen hier mal auf etwas mehr Wasser. Hier unten können wir dann dementsprechend auch den Staubsauger etwas stärker einstellen. Und wir wählen wieder unseren Bereich aus, den hier. Wir können übrigens dann auch einstellen, ob wir einmal oder zweimal reinigen wollen. Bei starken Verschmutzungen wäre hier zweimal angebracht. So, wir können auch mal die benutzerdefinierte Reinigung aus
probieren. Das heißt, ich habe ja hier die Verschmutzung hauptsächlich gesetzt. Also reinigen wir einfach mal diesen Bereich und drücken einfach mal Play. So, die Reinigung war auch erfolgreich. Das heißt, das Wischen und Saugen gleichzeitig, habt ihr gesehen, hat auch hervorragend funktioniert. So, der Roboter macht jetzt hier die letzten Züge, fährt wieder auf die Station und damit sind wir eigentlich schon ziemlich durch. Das heißt, ich bin eigentlich schon am Ende meines Videos angekommen. Noch ein wichtiger Hinweis, dieser Roboter wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, schaut doch einfach unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch einen Link oder mehrere Links gepostet, wo ihr diesen Roboter erstehen könnt. Ich werde auch nochmal den Hersteller bitten, mir einen Rabattcode zu geben für diesen Roboter. Wenn ich so einen bekomme, schreibe ich den auch natürlich unten in die Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.